Moin. Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Körbe noch heiß? Hm. Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen. Mann. Moin. Ja, hier. Blütchen. Oh, danke, dass du mir auch ein Brötchen gibst. Finde ich ganz reizend. Also, möchtest du etwa auch? Ich will einfach auch ein Brötchen. Kann ich angehen? Wir nehmen übrigens gerade den Podcast auf. Ja, das ist doch toll. Minutenlanges Geräuschel da, ja, Geknitter. Kein und Wunder, die Leute, dass uns keiner zuhören will. Ja, oh Gott. Wenn wir da so stundenlang. Nein, das ist Atmosphäre. Ach, das ist einfach. Die Atmosphäre. Ist Atmo. Warte, Leute, Atmosphäre hier. Ja, Atmo, mach mal Atmo. Ich mach Atmo, weil es Herbst. Ja. Und es ist so, und jetzt hör zu. Ja, jetzt und machen wir die nicht. Älteren unter uns können sich noch erinnern, was das ist. Streichholz! Du meinst die 20-Jährigen? Die wissen das nicht mehr. Die wissen das nicht mehr. Die machen das mit ihrem iPhone. Ich glaube, die Funktion gibt es tatsächlich noch nicht. Also das wäre noch geil. Ne? Das wäre noch geil. Ich Smartphone das nicht. Integriertem Feuerzeug. Sag mal, es gab mal so eine abstruse Werbung, oder was war das eigentlich? Das, so ein Joke-Ding. Ja, das war zum Lachen irgendwie gemacht. Und da konnte man mit dem Smartphone alles möglich machen. Vor allen Dingen so flach hinlegen und da hast du was drauf gekocht. Und das war sehr lustig gemacht. Ja, sind wir schon mitten im Thema. Ach, ich bereite noch vor hier. Du bereitest vor. Ja, ich brauche jetzt erstmal zwei Süßstoff, bitte. Süßstoff, sagt sie jetzt, weil wir es auch in der Mannerweise sagt sie, Tilly, gib mir mal zwei Fredels. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn wir so länger miteinander zusammen sind, wie Annika und ich, so 2-3 Jahre. Mhm. Packen wir noch eine Null dran. Dann hat man eine Art Geheimsprache, ne? Richtig. So, und jeder, also ich weiß sofort, wenn du sagst, gib mir mal die Fredels. Dann ist auch klar. Aber bei anderen könnte Fredels auch Brötchen heißen. Natürlich. Oder Fredels. Ja, oder was? Aber ich will jetzt in den Tee zwei Fredels. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dir da schon welche reingetan habe. Wollen wir mal probieren. Prost-Tee. Prost-Tee. Eindeutig nein. Das Gesicht hat sie sich. Nee, ich habe die bei mir reingetan. Ja, ja, nicht. So, 1, 2 Fredels. Ja, 1, 2 Fredels. Dankeschön. So, noch irgendwas? Nein, danke, das war alles. Also, was mir ganz wichtig ist, erstmal, wir haben Folge 120. Ich sag's mal in Zahlen, ne? 1, 2, 0. Ja. So. 120 Mal gefrühstückt. Ja. Haben wir. Ja, man sieht's meinen Hüften an. Nee. Und fast 120 Mal hat uns unsere liebe Natti Bildchen gemalt. Und das diesmal ist auch vom Nippel. Müsst ihr mal gucken. Das ist mal ein bisschen süß. Und Natti, also echt, du weißt, wir schätzen dich, wir lieben dich. Und also das ohne dich wäre Psychologen beim Frühstück wär nur die Hälfte. Ein Drittel. Na, wie dem auch sei. Und diesmal, und Natti ist auch leid geprüft, weil, oh mein Gott, was, ja, wir haben das Psychologen beim Frühstück. Was für ein Thema machen wir denn? Und das fällt uns doch relativ spontan meistens ein. Und dann ja, weil wir irgendwas lesen oder, ja, oder irgendwas gesehen haben. Und in diesem Fall war das so, dass Tilly, was hattest du eigentlich? Du hattest, ich musste einen Psychotest machen. Einen Psychotest, über genau. Über Smartphone-Sucht. So. Ja, genau. Aber lass mich das mit Natti. Und dann ja, entschuldige ist das bitte. So spontan. Und dann mähle ich dann WhatsApp-Signal Natti an und sage, bitte, also hast du vielleicht noch Zeit? Und die Arme hat wirklich viel zu tun. Die macht jetzt ihren Bachelor und macht alles Mögliche und so. Und dann schreibt sie meistens und eigentlich immer, ja, irgendwie gehe ich da schon hin. So. Jetzt sehe ich die arme Natti immer mit. Oh, alles ist dunkel in Berlin, Scheiße, weißt du? Und alles ist dunkel. Nur ein Licht in einer Wohnung. Und da hörst du, Scheiße, diese Blödmänner. Noch ein Bild. Also, und das macht sie mal so reißen. Also nochmal, Natti, wir sagen es nicht jedes Mal, aber es ist einfach toll. Ja.
Und, wir und guckt euch gerne die Folgen von uns an. Also so kann man ja sehen, die verschiedenen Bilder, die Nati gemacht hat. Immer passend zum Thema. Und diesmal fand ich auch toll. Ne? Na, süß. Also wir beiden auf dem Smartphone. Jo. Genau, so in der Hand. Das war auch eine gute Idee von ihr. Ja, fand sie hat immer gute Ideen. Die ist klug. Ja. Die ist nicht nur nett, die ist auch nur klug. Ja, ah. Ist total klug. Ja, sagt Manfred. Das sagt Manfred immer. Hm. Ja, ne, richtig gut. Aha. Für die, die das erste Mal dabei sind. Ja, Manfred ist unsere, unser Maskottchen, unsere Ratte. Ist ein Maskottchen mehr als das. Naja. Manfred ist unglaublich. Und jeden Mittwoch, er pocht immer drauf, dass er die einzige Ratte ist aus Stoff, die auch ihren eigenen Podcast hat. Und da hat er auch unbedingt recht. Natürlich. Na? Na, frag dich mal, warum. Aber, ja. Aber damit haben wir auch einen Spaß. Da haben wir richtig Spaß. Da haben wir richtig Spaß mit. Ja. Also ich meine, die Psychologen mal Frühstück, das macht dir von der ersten Minute an Spaß. Ja, aber Manfred ist auch noch. Aber Manfred ist wirklich... Also jeden Mittwoch 16 Uhr, hallo, ich bin Manfred. Wir wollen nichts spoilern, aber es sind Herbstferien. Manfred geht ja jetzt zur Schule. Mhm. Und ja, seine ersten Herbstferien. Mhm. Ne? Naja, na was ja, da wohl so also. Passieren wird. Auch nicht so einfach. So, Mensch, Kinder, wir weichen vom Thema ab. Das geht ja gar ja, nicht. Ja, genau. Das ist ja und zwar möchten wir uns heute unterhalten über Freiheit. Freiheit. Nee, weil gestern der 3. Oktober war. Mhm. Ja, nee, das ja. war gar falsch. Worüber wollten wir uns noch über? Oh. Über Corona. Das, über das, Corona? Das, hier, Dingsbums Corona hat. Das Trampeltier Corona ja. Das wolltest du auch noch erzählen. Eigentlich nee, das wollten wir auch nicht haben. Sag nochmal das Thema. Wirklich. Also es ist mir jetzt gerade abhanden gekommen. Ja. Aber vielleicht sollte ich in meinem ich muss Timer mit dir nachgucken. Leben. Ich muss, ach so, so ja. der Übergang. Vielleicht hast du es ja in deinem Smartphone gespeichert. Wolltest oh du darauf raus? Ich weiß es nicht. Übrigens, ihr Lieben, nur so nebenbei. Ich mache mir heute Morgen französisches Frühstück mit ein bisschen... Ziegenkäse, ein bisschen Träubchen und ein Laugenbrötchen. Und Annika macht sich... Laugenbrötchen mit Tomate. Auch was Schönes. Ja. Na? Ich liebe Tomaten ich, in jeder ja. Form. Und ich mag so gerne Tomatenbrot. Also in jeder Form. Auch Schwarzbrot und ich weiß nicht was. Mhm. Wirklich richtig. Ach, könnte ich mich reinsetzen. Ich weiß nicht warum, das mache ich schon seit Kindheit irgendwie gerne. Halt. Ja, Tomaten fand ich immer irgendwie klasse. Mhm. Und ja, und jetzt esse ich heute Morgen mal ein Blötchen. Das ist schön. Mit. So, und wir lenken wieder ab. Wir kommen da nicht zu. Da kommen wir schon so zu. Ja, dieses, wenn du so reinhaust. Nee, dieses Multitasking, damit fängt es schon mal an. Also Smartphone ist ja nun etwas, ach ja, man kann ja damit auch noch telefonieren, ne? Ja. Aber in der Regel, einige sagen ja, da ist mein ganzes Leben drin. Und ihr habt ja sicher auch schon mal gehört, ne? So. Oh, und wenn der Akku leer ist, oder vielleicht sogar gesagt, ja. Ich das Smartphone zu Hause vergessen habe, dann drehe ich nochmal um oder ich bin ganz unglücklich. Oder es ist kaputt, wird mir geklaut, dann ist also richtig Alarm. So, und Multitasking heißt, das Smartphone verleitet auch dazu, ständig irgendwie multitasking-mäßig unterwegs zu sein, ne? Das ja. heißt, du unterhältst dich, das bimmelt oder das blinkt oder das vibriert, zack, bist du mit deinem Gehirn schon wieder irgendwo anders, nämlich bei deinem Smartphone, weil könnte ja eine wichtige Meldung sein oder es geht automatisch. Und jetzt, Leute, eindeutig wissenschaftlich bewiesen, das Gehirn ist nicht für Multitasking gebaut. Physiologisch geht nicht. Wir haben zwei Gehirnhälften, links, rechts. Das heißt, wir können maximal zwei Aufgaben parallel erledigen, wobei eine von den beiden auch noch wahrscheinlich schlechter ausgeführt wird als die erste. Und wir können auch Sachen schlechter speichern, wenn wir uns mit vielen Sachen parallel beschäftigen. Das heißt, unsere Gedächtnisleistung funktioniert auch beim Multitasking nicht so gut. So. Aber dem widerspricht natürlich, dass im Alltag viele Menschen, insbesondere leidgeprüfte Mütter, schon in der Lage sein müssen. Okay, euer Ehren. Ein Einspruch? Routinetätigkeiten. Ja.
ich pelle meine Kartoffeln, ich bügel meine Wäsche, ich mache irgendwas. Dabei kannst du natürlich durchaus auch multitaskingmäßig dich Gedanken mit irgendwas anderem beschäftigen, dich vorbereiten auf deinen Vortrag, auch den Podcast. Ja, auch bei Kind Nummer 2 und 3 noch versorgen. So, bei Routinetätigkeiten, die dein Gehirn sowieso nicht belasten oder wenig belasten. Alles, was aber Konzentration bedeutet, wird schlecht. Kennt ihr das? Also ich höre es, ich merke sofort, wenn ich mit jemandem telefoniere und der fängt an dabei, sein Smartphone oder sein Computer oder sowas zu behaken. Ohne dass ich es höre, ich merke das und ich habe recht. Mhm. Also Regel Nummer 1 ist wirklich ab sofort, probiert es wirklich, eine Sache nach der anderen zu machen, auch wenn im Büro und sowas das immer eigentlich gefordert wird, nee. Und ich weiß, irgendein kluger Mann hat mal geschrieben, wir Deutschen haben relativ wenig Rohstoffe und solche Sachen, was wir aber haben, ist unser Gehirn. Das heißt, was gerade, wenn du so willst, Deutschland, wie hieß es noch, das Land der Dichter und Denker, wir kommen richtig auf den Hund, wenn wir nicht lernen, uns intensiv, auch gedanklich, mit einer Sache zu beschäftigen, ohne dass wir ständig vom Smartphone mit Blinken, mit WhatsApp, mit E-Mails und sowas abgelenkt werden. So, das muss mal zum Anfang gesagt werden. Kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Und wir beide haben ja jede Menge Situationen erlebt im täglichen Leben, wo man sagen kann, yo, das ist jetzt wieder so eine typische Situation, wo man sagen kann, ging daneben. Ne? Also wo auch das Smartphone wirklich Leute aus einem Arbeitsgang rauslösen. Ja. Also mir ist das im Krankenhaus passiert, wo die Wundschwester mir die Beine versorgen sollten, die kaputt waren. Und sie dabei dann immer angerufen wurde. Und das passierte mehrmals. Und jedes Mal wieder der ganze Vorgang von neuem. Ja. Handschuhe aus und dann wieder desinfizieren, Handschuhe drüber desinfizieren und so weiter. Natürlich kann man in einem normalen Zimmer steriles Umfeld schaffen. Aber du versuchst es natürlich, wenn du offene Wunden hast, so gut wie möglich. Und ich lag da nun immer. Und Schmerzen und so weiter. Und immer wieder. Und die arme Fee kam ja auch jedes Mal raus. Natürlich. Also weil sie dann ja jedes Mal hinterher sagte, wo waren wir denn jetzt? Muss man noch trocknen? Nee. Also oh dies Gott, und Nein. Also, ich hatte ja mein Hirn auch dabei. Und das kam auch sofort wieder. Ja, du hast es ja mit den Beinen und nicht mit dem Kopf. Ja, wie der Prof sagte. Ja. Aber der ganze Ablauf wurde immer wieder gestört. Und ich behaupte mal, es hat jedes Mal doch einige Minuten gedauert, bis du diese Routine wieder war. Ich weiß, du hast da eine Zahl. Dies war kürzer. Ich denke mal, sie hat so 1-2 Minuten gebraucht, bis sie wieder dann dabei war, weil es für sie Routine war. Okay. Aber trotzdem, das war so eine Sache, an die ich mich so erinnere, wo ich gedacht habe, was soll das eigentlich überhaupt im Krankenhaus? Natürlich müssen die Leute sich mal anrufen können, aber verdammt nochmal, muss das wirklich dauernd sein? Und zwar jeder. Es klingelt endlos. Und da denke ich dann, das kann nicht so sein. Es ist sowieso schon eine völlige Überlastung. Und dann immer noch mit diesem Ding, das Wahnsinn. Führt zu einer gefühlten Überlastung ohne Ende. Selbst wenn der Dienstplan so ist, dass eigentlich alles gut hinkommt, sind trotzdem alle davon überzeugt, dass sie viel zu wenig Leute haben und endlos überlastet sind. Weswegen? Weil natürlich dieser Druck immens ist, weil alle jetzt auch noch ständig angerufen werden. Da denke ich immer, schmeiß doch die Dinger in die Ecke und habt eine Oberschwester, die verdammt, oder sogar eine Telefonschwester, die alles erstmal aufnimmt und dann an die einzelnen Leute verteilt nach Wichtigkeit. Das wäre toll. Ich arbeite ja auch in der Klinik und habe viel mit Krankenhäusern zu tun gehabt. Und früher, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, gab es sogenannte Pager. Ja. Kannst du dich an die noch erinnern? Das sind so kleine Ansteckdinger, sehen, wie kann man die mal beschreiben? Sehen aus wie, irgendwie so ein kleines Minigerät. Wie ein Fredel. Wie ein Fredel, genau. Das ist so ein kleiner Fredel, den man sich an die
Hosentasche genau, oder sowas oder so. Klemmt oder ans Bund oder. Und wenn dich jemand erreichen wollte in der Klinik, dann ruft, dann hast du eine Pager-Nummer und auf dem Pager des Angerufenen steht dann die Telefonnummer drauf, die er bitte zurückrufen soll. So. Mhm. Und dann hast du die Entscheidung, ist jetzt wichtig, weil du kennst in der Regel die Telefonnummern oder hat noch Zeit. Das war noch entspannter, ne? Das war noch wesentlich entspannter. Ich meine, diese Funktion haben die Smartphones ja auch. Ja, du kannst auf deinem Smartphone ganz, ganz mühelos alles ausstellen und hast hinterher die Summe oder all das ganz locker zu sehen, wer dich angerufen hat. Also du drückst nur drauf und kannst zurückrufen. Eine tolle Nummer. Wäre gut. Wenn man es denn doch nutzen würde. Aber dieser innere Vertrag, den wir alle scheinbar mit dem Gerät schließen, ich bin sofort zu deiner Verfügung da, klingle, bimmle und ich renne. Mhm. Das scheint bei uns allen drin zu sein. Warum eigentlich? Mhm. Eigentlich müsste es doch so sein, dass wir so einen Vertrag haben und sagen, wie schön, dass du da bist. Du bimmelst und du klingelst und ich kontrolliere, wann ich mir das dann zu Gemüte führe. Okay. Lass mich erstmal, du hast schon gesagt, ich habe tatsächlich so ein paar Zahlen, die mich umgehauen haben, was jetzt dieses Rausreißen, Durchklingeln, Bimmeln in Routinetätigkeiten. Das gibt eine Untersuchung in Amerika, wonach amerikanische Büroangestellte im Schnitt, jetzt haltet euch fest, alle drei Minuten unterbrochen werden. Und da sagen Kollegen, der Welt wird in Deutschland so ähnlich sein. Also da werden wir uns nicht so viel unterbrochen durch Bimmeln, durch E-Mails bimmeln, durch alles Mögliche. So, und jetzt kommt's. Um die Konzentration nach einer Unterbrechung wiederzufinden, können bis zu 25 Minuten vergehen. Mhm. Wenn du dich gerade wirklich mit einer komplizierten Sache beschäftigt hast, du wirst rausgerissen, musst dich da wieder mit einer ganz anderen, vielleicht auch komplizierten Sache, dann musst du erstmal wieder zurückfinden, dich wieder einfinden, vielleicht auch emotional war es vorher irgendwie, dann hast du auch irgendwie, bist du genervt und so. Ja, genau. Und eine Untersuchung von Hewlett Packard ergab, dass in 41% der Fälle der Unterbrochenen nicht mehr zu der ursprünglichen Arbeit zurückgekehrt werden konnte. Mhm. Weil dann passiert wieder was anderes, wie so ein Stein, der wieder, wie ein neuer Stein, der ins Rollen gebracht wird, so. Und das sind echte Konzentrationskiller, die sich, wenn wir mal ehrlich sind, keiner lassen kann. Keiner. Ich meine, was so im Auto, und das mit Fug und Recht, wird verboten, dass du ohne Freisprecheinrichtung das Handy benutzt. Wobei ich sage, ganz ehrlich, ich habe so eine Freisprecheinrichtung auch im Auto und selbst da bist du nicht richtig 100% bei der Sache. Wenn ich dann ein anstrengendes Gespräch habe oder ein belastendes Gespräch, ich muss wirklich aufpassen. Und es ist nicht umsonst so, dass zum Beispiel beim Einparken die meisten Leute das Autoradio aus- oder leise stellen, weil du musst dich einfach konzentrieren und musst ja manchmal hören, wen du da jetzt gerade angekarrt hast. Besser ist. Also ganz, das sind so Zahlen, ich finde das so doll, dass die Wissenschaft auch ganz gut. Das ist keine Bagatellgeschichte, wenn man sagt, Leute, konzentriert euch und sorgt dafür, wenn es kompliziert wird zumindest, dass ihr dieses Smartphone auf Lauschen schaltet, möglichst außer Sichtweite. Und wenn du sagst, in der Klinik, es wird ja erwartet, ich konnte dich gar nicht erreichen, du bist nicht an dein Handy gegangen. Ja, ja. Ja, scheiße, ich habe gerade jemanden wiederbelebt oder ich habe gerade irgendwie was Wichtiges gemacht. Nein. Ich glaube, ich war ja Zivildienstleister, aber ich glaube, bei der Bundeswehr gab es sowas wie Funkdisziplin, dass du da nicht wie blöd der da durch den Äther da alles posaunst. Ich würde mir so eine Funkdisziplin auf das Smartphone im Job. Naja, das Problem ist, worüber reden wir jetzt eigentlich? Über Private? Oder reden wir jetzt über die anderen? Also das ist, was es in der Klinik ist, ist ja wirklich Diensthandy. Das ist ja nicht mal, das ist ja gar nicht Tante Agatha, die da anruft. Nee. Sondern das ist ja dann wirklich das Büro oder jemand anders oder Schwester sowieso. Können wir den jetzt verlegen oder kann der oder wann kommst du? Oder das sind ja alles so Dinge, die noch nebenbei organisiert werden müssen oder so. Wo man sich dann nur fragt, wo ist da irgendwo was schiefgelaufen, dass diese Organisation nicht ohne diese Leute stattfindet, die ja auch noch irgendwie arbeiten müssen. Also was das sollen sie jetzt sagen. Organisieren oder sollen sie arbeiten? Du sollst die eierlegende Wollmilchsau sein.
Mhm. Aber das gilt nicht nur für Kliniken, gilt für andere Betriebe. Ja, genauso. Also das war jetzt nur, weil es mir einfiel. Also das können wir in der Medienwelt genauso sagen, wo jeder ständig, wichtig, mit Mandy am Ohr rumrennt. Ich glaube zum einen von den oberen 10.000, von den Chefs und so, die haben einfach Bock, das Gefühl zu haben, sie haben dich immer in der Leitung. Gott sei Dank gibt es mittlerweile schon Betriebe, die es verboten haben, dass du am Wochenende angerufen wirst, die es verboten haben, dass du am Wochenende deine betrieblichen E-Mails checkst und so weiter und so fort. Weil die haben klugerweise auch auf Psychologen gehört, die sagen, Leute, wenn ihr Freude haben wollt an euren Mitarbeitern, dann brauchen die Erholungsphasen. Aber wirklich. Mhm. Und du kannst es einfach nicht so. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die dann mit zwei Smartphones durch die Gegend düsen, ne? Die beruflichen und die privaten. Und dann hast du so eine Kakophonie, dann bimmelt das hier und dann bimmelt das da und Ich kriege das ja auch beim Pflegedienst mit, dass es oft so ist, dass die Anrufe eigentlich gebündelt oder zu anderen Zeiten stattfinden könnten. Mhm. Natürlich möchte wohl der eine oder andere vielleicht aus dem Büro etwas auch schneller dann regeln, aber eigentlich ist da nichts oder oftmals nichts, was nicht auch irgendwie später stattfinden kann. Anstatt zu der Zeit anzurufen, wo alle Pfleger eigentlich normalerweise morgens irgendwie mit den Leuten unter der Dusche stehen. Ja. Die stehen mit. Ja. Ja, das Bild, das. Ja. Ja. Alles klar. Ne? So, und da müssen sie immer raus, sich abtrocknen. Und das wasserfeste Handy. Aus der Tasche fischen. So. Ja. Aber überleg mal, in unserem Job, so wenn wir Beratung machen, 50 Minuten, die Leute bezahlen Geld dafür. Die haben ein Anrecht darauf, dass sie 50 Minuten unsere Konsultation, anderthalb Stunden, oder bei Paarberatungen oder anderen Sachen, anderthalb Stunden, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Ja, und zwar deren Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Also ne, unsere, deren und deswegen Handy aus. Ganz wenige Ausnahmefälle, wenn ich weiß, ich habe einen Notfall, dann sage ich aber vor, es kann sein, dass mein Handy bimmelt. Das ist ein Notfall, dann müsste ich reingehen, ist das in Ordnung. So. Mhm. Aber das ist also das ganz, ganz selten. Ganz selten. Ganz äußerst selten. So, stell dir mal vor, ich würde jetzt in der Beratung, bei mir wird ständig das Handy bimmeln. Das tut es ja eigentlich auch. Aber also es klingelt ja währenddessen, aber so, du hast es ausgestellt. Und ich habe immer 15 Minuten, dann habe ich 10 Minuten Pause. Mhm. In den 10 Minuten erhole ich mich, bereite mich ein bisschen auf das nächste Gespräch vor, gucke aber auch einmal kurz auf die Anrufliste, ob da irgendwas ist oder ob da mir jemand auf Hand gesprungen hat, wenn ich das will. So, andere Sache, überleg, wir waren früher ganz viel auf den Lofoten, oben in Nordnorwegen. Wir hatten da eine kleine Hütte. Und da war kein Handyempfang, Leute. Oh, war das köstlich. Nur ein Balkenmal, wenn ich mich ganz weit irgendwie rausgelehnt habe. Kein Internet. Da war die nächste größere Ortschaft, war alle einen Kilometer weg. Da gab es ein Best Western Hotel. 12 Kilometer. Ja, siehst du. Da gab es ein Best Western Hotel und die hatten ein Open WLAN. Und da bin ich einmal in der Woche auf den Parkplatz gestellt, den Computer angemacht und einmal gecheckt, was los war. Und wir waren zum Teil 3 Monate unterwegs. Und Leute, wir sind weder pleite gegangen, noch ist irgendwas. Es war immer der Moment, wenn man zurückkam, oh, da muss so doll was passiert sein. Oder irgendwie, nö, nicht wirklich. Also vergiss es, auch so ein Ding, dass du immer denkst, oh, ich muss doch erreichbar sein, weil... Die Welt dreht sich nicht ohne mich. So, kommt. Ich komm. Doch, die dreht sich. Aber sowas von. Ich glaube, das meinte ich ja vorhin. So, dass wir alle, wenn wir dieses Ding haben, so eine gefühlsmäßige Bindung damit eingehen. Dass wir ständig parat, ständig... Warum? Das hat uns doch gar keiner gesagt. Aber es ist auch, das ist jetzt Lernpsychologie oder auch Verhaltenslehre. Du wirst in dem Moment, wo etwas blinkt, wo etwas Geräusche gibt, wo irgendwas passiert, etwas vibriert, das ist auch schon bei kleinen Kindern, dann wird deine Aufmerksamkeit dahin gelenkt. Du kannst es kaum ignorieren. Und gerade dieses so bing, 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 das heißt, jede Nachricht, jede WhatsApp, so, ist ja auch immer ein Zeichen, es will jemand was von mir.
es denkt jemand, es will mich jemand erreichen. Und das kann bei einigen Menschen dazu führen, dass ihr Selbstwertgefühl etwas aufpoliert wird und dass sie denken, oh, ist ja geil. Und dann muss ich ja mal gucken. Oder umgekehrt, was ich ja auch kenne, auch von Klienten kenne, wenn plötzlich nichts wimmelt, wenn auf deine WhatsApp keine Antwort kommt, dass sie plötzlich denken, oh, die haben mich nicht mehr lieb und was ist denn das hier? Und jetzt denk dran, du hast ja nicht nur WhatsApp und dies und das und E-Mail, du hast Facebook, du hast Instagram, du hast, Annika schüttelt den Kopf, du hast nichts davon. Sei froh, Häschen. Das schaffe ich doch gar nicht. Ich schaffe ja so schon kaum. So. Mensch, ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch. Ja, mir reichen diese drei Zeilen aber auch nicht. Nee. Ich möchte mit jemandem sprechen. Nee. Twitter wäre für dich. Weil dieses in Kürzeln da irgendwie, also missfällt mir außerordentlich. Aber nochmal auf die Frage hin, warum schaffen wir das nicht, da eben diszipliniert zu sein? Ne? Ich glaube, das ist wirklich eine Form von Konditionierung, so ist der Fachbegriff. Es bimmelt, wie damals bei dem Hund, wo es gewimmelt hat und der fängt an, Speichel zu produzieren, weil er denkt, jetzt gibt's gleich, gibt's was Leckerli. So kann es auch sein, dass in dem Moment, wo dein Handy irgendwie bimmelt, irgendein Signal gibt, ui, ich muss da rangehen, weil es könnte irgendwie eine lustige Nachricht, eine wichtige Nachricht, überhaupt eine Nachricht sein. Ja, und zwar für mich. Ich werde in dieser Sekunde aus dem großen Pott der Menschen rausgeholt, weil mein Handy klingelt. Und das macht mich zu was Besonderem. Ich meine, nicht umsonst das ganze System innerhalb dieser ganzen Computer, Smartphone, Geschichte, Internet, läuft ja genau darüber, dass beurteilt wird. Auf einmal fangen wir an, Kritiken ohne Ende zu schreiben und zu beurteilen, dass man sich aussuchen kann, welchen Status, all diese Dinge, die führen ja dazu, dass man sich angezogen fühlt. Freunde, so und so viele Leute kennst du, so und so viele Leute auf Facebook, so und so viel. Und in Wirklichkeit hast du ja gar keinen. Nee. Also, oder diese. Was, also nicht verwechseln. Ja. Also, ich weiß, was du meinst. Ich finde das System toll und ich mag das auch unheimlich gerne, wenn ich die Nachrichten lese. Aber was ich meine damit ist ja, das sind Facebook-Freunde. Ja. Und es ist auch genau so. Ja. Aber es ist jetzt nicht der Freund, den du morgens um 7 anklingelst und sagst, hölse Tasse Kaffee, weil Kaffee alle. Nee, sondern das ist gar keine Berührung, tatsächliche Berührung, sondern es ist nur eine geistige Berührung. Die sehr viel Spaß macht, die ich auch nicht missen möchte. Wenn es so abläuft wie bei dir. Ja, ich habe. Also bei dir läuft das richtig toll. Aber es ist auch, ich habe ausgesprochen nette Leute und du kriegst es ja auch mit und wenn ihr Annika grüßt, dann über meinen Account, dann gebe ich die Grüße weiter. Ja, es ist aber sehr kommunikativ, also und wir sprechen drüber und was, wenn jemand, alles eigentlich, ne? Ob das jetzt ein Soßenrezept ist oder ob das, ich weiß gar nicht, ob jemand jetzt eine Kritik schreibt oder Grüße oder was über Oma schreibt oder über eine Situation in der Familie. Wir sprechen ja immer drüber. Ja. Das ist eigentlich so toll, deshalb habe ich mich nie gezwungen gesehen, mir selber was anzubieten, weil so ist es so kommunikativ. Und mach es, tu es dir nicht an, weil Annika ist ein empfindlicher Mensch, bist du, und das meine ich gar nicht negativ. Ich glaube, wenn da mal, und das kann passieren, bei mir wirklich, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, ganz selten, wenn da irgend so ein Stinkstiefel anfängt, da rumzupöbeln, ich glaube, du würdest dich so aufregen und du kannst es überhaupt nicht, also du und ansatzweise mal ein negativer Post oder so, ein kleiner Shitstorm. Vor allen Dingen würde ich ja eingehen, wenn ich das dann auch noch, wenn ich dann in Selbstzweifel gerate. Oh Gott, ja, ist das alles richtig? Und um Gott, das hätte man nicht machen sollen. Und, und dann fange ich aber auch schon an, bei der Uhrzelle da zu kramen. Und das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Das weiß ich und deshalb tue ich das auch nicht. Und das ist auch gut. Da gibt ja Leute, das ist jetzt auch ein relativ neues Phänomen, die sagen, entgifte mich sozusagen, Digital Detox, so ist der nette Name dafür.
Mensch, also, wir brauchen was Englisches. Das gibt sogar, ich glaube in Amerika und Deutschland, weiß ich gar nicht, da kannst du richtig viel Geld dafür bezahlen, dass du in einen Schreib-Aschram zum Beispiel gehst für eine Woche, gibst ja dein Handy ab und da ist auch kein Handy-Gebimmel und da ist gar nichts und du kannst dich dann da in deinen Aschram, in deine Hütte, in dein Zimmer zurückziehen und dann in Ruhe mal einen Gedanken von A bis Z durchdenken und eine Runde schreiben, wenn du willst. Und das kostet, ich glaube, die Woche 1.400 € oder solche Geschäfte. Sehr geil. Mensch, da hat doch wieder einer nachgedacht und ein gutes Geschäftsmodell. Es ist nicht irre. Aber zurück, ne, auf den Lofoten, das war wirklich so. Es war für mich am Anfang ungewohnt, weißt du? Das war irgendwie. Für dich ist das immer schwierig, ohne dein Smartphone auszukommen. Ja. Also, ja. Ich mache das ja sowieso immer aus. Also. Kommen wir zum Thema Smartphone, Abhängigkeit, Smartphone, Sucht. Wollte ich gerade sagen, Sucht. Ich meine, die gibt es ja noch nicht offiziell. Die Smartphone-Sucht gibt es noch nicht offiziell, also keine Erkrankung. Aber es gibt so eine Art, Computerspielsucht oder Internetsucht. Das ist ja, wir haben ja dieses ICD-10 oder beziehungsweise bei der ICD-11. International Classification of Disease und im ICD-11, das kommt nächstes Jahr raus. Das ist eine Klassifizierung, eine also Klassifizierung, aller Krankheiten. Genau, alles, woran alles, du stirbst, woran du so. Das ist das, was auf deinem Krankenzettel draufsteht, mit so einer Nummer, da steht dann ICD-F irgendwas. Und Eingeweihte wissen dann, du bist so und so und hast dieses und jenes. Und nur wenn dann die Krankheit da drin auch klassifiziert ist, können die Ärzte und Psychologen das auch über die Krankenkasse abrechnen. Sagt doch die Rentenversicherung, der ist stimmt krank, der muss in die Rente gehen oder irgendwie so. So, also. Und da sagen aus Amerika auch kommen, Leute, es gibt eine Sucht verbunden mit Internet, verbunden mit Computerspielen vor allen Dingen. Die können wir nicht mehr ignorieren, sondern die macht richtig krank. Und da gibt es eigentlich so drei Kriterien, wie bei vielen Süchten auch. Kriterium Nummer eins ist, die entgleitet die Kontrolle. Das heißt, die Häufigkeit und auch die Intensität des Spielens nimmt immer weiter zu. So, also das heißt, das zweite ist Dosissteigerung. Das Spielen hat Priorität. Und ich kenne Leute, ich habe Leute, auch bei den Bohnen damals durchaus begleitet, die nicht mal mehr auf Toilette gehen wollten, weil sie gerade mitten im Spielen sind. Die nachts zum Tag machen, weil nachts ist ja dann dieses Online-Spiel mit anderen zusammen und das geht gar nicht. Die sozial sich immer weiter isoliert haben, sich zum Teil auch verschuldet haben und leider auch im Job überhaupt nicht weitergekommen sind. So. Und dann eben auch, die machen aber trotzdem weiter. Obwohl sie wissen, ich muss eigentlich für die Uni was tun. Ich kann nicht wieder übernächtigt im Job, die kündige mir bald. Nee, das Spielen ist wichtiger. So. Und das sind so drei Kriterien, wo man sagen kann, und das sagen auch die Kollegen sehr deutlich, normales Spielen, nichts dagegen. Du hast es unter Kontrolle, du findest den Ausgang, du machst es zur Entspannung mal zwischendurch, einfach weil es Spaß macht. Du hast aber immer noch echte Freunde. Und du weißt auch, nee, jetzt ist Schluss, ich muss morgen früh aufstehen, jetzt mache ich auch Feierabend. Nichts gegen einzuwenden. Aber die anderen, diese Auswüchse, die machen schon krank. Und die haben Krankheitswert. Und da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden, dass das jetzt endlich mal so offiziell auch aufgenommen wird. Ja, und das kannst du natürlich auch mit dem iPhone oder mit dem Smartphone machen. Ja. Jo. Ja, du musst nicht unbedingt einen Computer dafür. Nein, natürlich nicht. Schätz mal, wie viel der Durchschnittsdeutsche täglich aufs Smartphone guckt. So über den Daumen, so ungefähr. Wie oft? Also wie oft hin? Wie oft täglich guckst du, nimmst das Smartphone in die Hand, guckst drauf, machst damit was. Schätz mal, nur mal so. Schwierig, ne? Also ich würde sagen, bestimmt 20 Mal in der Stunde. 12 Stunden wach. Das sind, so 1000. Das ist sehr hoch. Echt?
Jo. Und ich hätte jetzt niedrig. Auch nee. Also im Schnitt, das ist jetzt, wie gesagt, von der Uni Bonn haben die das herausgefunden, im Schnitt so 50, 60 Mal guckst du drauf. Am Tag? Mhm. Das finde ich noch gar nicht so hoch. Im Schnitt, ne? Da gibt es Leute so. Und sie unterbrechen etwa alle 18 Minuten dabei, was sie gerade tun. Ja, das ist hoch. So. Mhm. Und das wird natürlich individuell auch verschieden sein. Und es gibt Leute, die machen noch mehr. Wir können ja du ja auch gucken, wie oft war deine Nutzungszeit, ne? Auch im Computer und so. Hoch. Und die ist hoch. Hm. Weswegen? Na? Weil ich darauf lese. Ja. 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 Ich bin ja gar nicht im Internet unterwegs. Ich lese auf dem Ding. Ja. Auch interessant. Oh, es ist, wenn man's, das ist ja auch wieder, ich meine, ich gucke mir das ja auch vorher im Internet an. Dieses, was du im Computer liest, du sagst es ja auch manchmal, wenn du was siehst und es geht darum, etwas auch zu behalten, meinetwegen für eine Sendung oder für irgendwas, dann musst du das ausgedruckt haben. Ja. Sonst das ist weg. Nicht hin. Mir geht es so ähnlich und ich weiß, dass Moderatoren auch im Fernsehen, im Radio, die drucken sich den ganzen Scheiß natürlich aus. Mhm. Und markieren das dann und mit Notizen. Und da gibt es auch eine Forschung. Es ist vollkommen okay, wenn du, wie du auch, wenn du so deine Belletristik, deine Romane liest, die eben, wo du auch weißt, das ist so, oh, das Haus ist weg, das ist schön, aber du musst dich nicht unbedingt dran erinnern. Das ist in dem Moment, wo du es gelesen hast, ist es dann wieder weg. Och, nö, so schnell ist es nicht, aber. Aber es ist was anderes, wenn du darüber einen Vortrag halten musst. Ja, absolut, absolut. In dem Moment, wo du es aber bedeutsam wird, wo du das von deinem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transferieren musst, dann hast du die besseren Karten, wenn du es ausdruckst oder wenn du es im Buch liest, als in diesem Tablet oder sonst was. Ja. Der Grund ist, auch wenn du ein Tablet liest, bei vielen oder am Smartphone eben, es ploppt doch mal irgendwas auf, es ploppt manchmal Werbung auf, es ploppt eine E-Mail auf. Du wirst auch da immer wieder kurzzeitig mit deiner Aufmerksamkeit wieder rausgeholt. Deshalb sagte ich ja vorhin, das ist das System von diesen Dingern auch, dass du immer wieder abgelenkt wirst. Ablenkung ist überhaupt das Ziel des Ganzen. Also tut es das natürlich auch. Mhm. Es ist ja nicht mehr nur das Ziel zu telefonieren. Mhm. Ne, sondern das ist das, was in unserer Gesellschaft heute am wichtigsten ist, sich abzulenken, Spaß zu haben dann auch. Zerstreuung, Ablenkung. Mhm. So, was machen wir jetzt damit? Also zum einen, willst du ein Träubchen haben? Ja, ich will das. Ah, so. Ja, danke schön, mein Schatz. Was wir beide, also du ja auch, bei Annika ist immer so bei technischen Erneuerungen, ich bin da meistens ein bisschen freudiger dabei und finde das schön. Und da muss ich Annika überzeugen, dass es doch ganz schön wäre, so ein Gerät zu haben. Und wir benutzen parallel eigentlich immer die gleichen Geräte. Ne? Das ist sehr praktisch, weil wenn einer von uns beiden nämlich in Straucheln kommt und wieder keine Ahnung hat, dann können wir manchmal doch dann gegenseitig helfen. So. Und dann, wenn du das erstmal nutzen kannst und dann die Vorteile lernst, dann willst du es auch nicht mehr wieder missen. Ne? Das ist normal. Aber ich bin immer skeptisch und vorsichtig. Mhm. Weil ich möchte mir eigentlich die Kontrolle über mein Leben nicht abnehmen lassen. Sehr klug. Und ich möchte auch weiter das denken, was ich möchte. Ja. Und dazu brauche ich Zeit. Und die geht mir flöten, wenn ich mich zum Beispiel eben immer ans Internet setze oder immer wieder mit dem Smartphone rumdaddel. Ja. Das möchte ich gar nicht. Mhm. Ich habe so schon zu wenig Zeit irgendwie. Mhm. Und dann brauche ich das. Mhm. Brauche das für mich. Mhm. Und das geht eben nur, indem ich solche Sachen nicht tue. So. Also es gibt Tipps, Hinweise, was man so machen kann, um seinen Smartphone-Konsum ein bisschen zu reduzieren. Nummer 1 fand ich ganz lustig. Kauf dir bitte eine ganz normale Armbanduhr. Mhm. Keine Smartwatch oder irgendwie so. Eine ganz normale Armbanduhr.
damit du nicht ständig aufs Handy guckst, wie spät es ist, sondern auf die Uhr, weil jedes Mal, wenn du aufs Handy guckst, dann guckst du in der Regel auch nochmal, ist was Neues, ist eine Mail, ist eine WhatsApp, ist irgendwas gekommen. Also, normal ist es, und das geht genauso wie ein Wecker, ne? Also wir beide benutzen ja auch unser Smartphone, ja, finde ich auch gut, auch als Wecker. Wer aber so Hardcore-Benutzer ist und davon ein bisschen wegkommen will, der sollte sich bitte auch einen ganz normalen Wecker stellen, weil auch das, ne, wenn du nachts mal guckst aufs Smartphone, wie spät ist denn das eigentlich, wie oft passiert das, wenn du denn doch nicht einschlafen kannst, dann guckst du nochmal drauf, gibt's was Neues und schon ist wieder Viertelstunde, halbe Stunde weg. Mhm. Fand ich nicht schlecht. Und du bist aus dem Schlaf gerissen. Das auch noch. Das finde ich ja irgendwie dann bemerkenswert. Mhm. Überhaupt, also Smartphone und Co. raus aus dem Schlafzimmer. Nicht im Bett, nicht in Greifweite, sondern dann raus damit. Muss ich mal in die eigene Nase fassen, weil ich das ganz gerne so in Sichtweise. Das ist nicht gut. Also ich arbeite auch noch an mir. Nummer drei ist, echt, das Ding hat einen Auslauf für händefreie Zeiten sorgen. Wenn du dich mit Freunden triffst, es gibt Leute, die sagen, hier Handy wird eingesammelt, beziehungsweise es wird verabredet, das Handy wird ausgeschaltet und wenn du trotz Corona doch nochmal in der Kneipe sitzen solltest und bei irgendjemand bimmelt das Handy, dann wird er erstmal die Rechnung bezahlen müssen. Mhm. Gibt es Leute, die machen das so? Wunderbar. Nicht schlecht, also nicht wenn schlecht. Man sich vorher darauf einigt. Ja, genau. Ne? Wenn einer jetzt nicht ohne leben kann, muss man sich das überlegen, ob das denn Sinn macht, dass man kreuz und quer, was weiß ich, durch eine Stadt oder durchs Land fährt, um denjenigen zu treffen, wenn er dann doch nur wieder an dem Ding hängt. Oh, das ist eklig. Ja, das finde ich sehr... merkwürdig. Ja, ne? Ne, sehr komisch. Mhm. Also da kommt jemand mich extra besuchen und fährt wer weiß wo und setzt sich dann hier hin und... Und fängt dann rumzudatteln. Und fängt an dem Ding rumzudatteln. Ja, und dann bist du ja doch nicht so wichtig. Ne? Da kann ich drauf verzichten. Das finde ich absolut unmöglich. Ne? Noch ein Hinweis ist, du kannst ja einstellen, dass auf dein Smartphone jedes Mal, wenn eine Meldung kommt, das Ding vibriert oder wimmelt. Sogenannte Push-Meldung. Das kannst du aber auch deaktivieren. Das heißt, du bestimmst, wann du deine E-Mails, wenn du da drauf guckst, und verzichtet darauf, dass der dir irgendwelche Signale sendet. Auch nicht schlecht. Und eben dieses auch konzentriert und sagen so, jetzt ist die Zeit, jetzt gucke ich mal konzentriert die E-Mail durch, was ist gekommen. Also nicht permanent, sondern zu einer bestimmten Zeit. So. Dass man sich auch Zeiten einräumt. Und vor allen Dingen, Leute, wenn ich im Job bin und ich arbeite, dann hat da das private Handy nichts zu suchen. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Und denn ich werde bezahlt von meinem Arbeitgeber in der Zeit für die Arbeit, die ich für ihn leiste. Mhm. Und mal eben raufgucken, ihr habt gehört, wie lange das dann aus der Arbeit wieder rausreißt. Und dieses jede Stunde mal eben. Also, nee, lasst es sein. Hin, ne? Nein. Nee. Gibt auch da wieder Zahlen, wie viel Stunden normale Arbeitnehmer, wenn du im Büro arbeitest und Computer hast. Mhm. Ich glaube, das waren zum Teil 2 bis 3 Stunden, die er für privates Zeugs am Computer benutzt. Ja, und das... verbraucht. Überlegt mal, das hochgerechnet. Ah. Ja, ne? Und das ist nicht richtig. Einfach, es ist einfach nicht richtig. Nee. Auch wenn man dann sagt, das ist ja zu blöd, das rauszufinden oder ich muss aber auch mal und werde sowieso niedrig bezahlt und so. Ja. Das macht zwar sein alles, aber die Anständigkeit muss bei euch selbst anfangen. Mhm. Und wenn ihr wollt, dass ein Arbeitgeber euch vernünftig behandelt, dann könnt ihr das eigentlich nur tun, indem ihr auch was fordert. Aber fordern könnt ihr nur, wenn ihr eine saubere Weste habt. Ja. Und wenn ihr vernünftig arbeitet und ihr seht andere, die das nicht tun, dann kann man darüber ein Gespräch mit Vorgesetzten führen. Ja. Aber wenn alle so rummauscheln und jeder sagt, naja, es wird überall so gemauschelt, ja, dann ist es auch kein Wunder, wenn dann irgendwann auch die Erfolge wegbleiben. So. Die persönlichen und auch die des ganzen Geschäftes. Genau. Also das sind also so Sachen,
kann man mal überlegen, überlegt euch das, guckt euch selbst mal unter Smartphone-Konsum an. Das ist lustig, weil wir haben gerade in letzter Zeit öfter so Menschen, die auch dich angerufen haben und, oder angefragt haben für Beratungen, so was Smartphone-Geschichten angeht. Mhm. Und das ist da auch zum Teil ja vor allen Dingen immer so in Beziehungen auch kracht. Also wenn wieder mal die berühmte WhatsApp-Schlussmacherei stattfindet oder irgendwie sowas, dass man sich dann mal überlegt, ist das Verhalten halt nicht gut, was ich da mit diesem Ding da aufgezogen habe die letzten Jahre, irgendwie nicht so. Also Beziehung im Zeitalter von Smartphone, WhatsApp, von Instagram und Co. Wir sind da Kriegsgewinner, also ich habe da wirklich viel mit zu tun. Aber es gibt eine Regel, die bekommen fast alle bei mir dann aufgebraten. Wenn es um Streitigkeiten, Konflikte gibt in Partnerschaft, dann werden die bitte einfach alle mal nicht via WhatsApp oder wieder irgendwas ausgetragen. Mhm. Minimum ist, miteinander zu telefonieren. Mhm. Also zumindest die Sprache hörst, dass du Antwort und Frage und Antwort, dass du das machen kannst. Aber nicht diesen Scheiß da stundenlang per WhatsApp und Bildchen und machen und tun, Konflikte auszutragen. No. Vor allen Dingen, weil das ja... Das ist was für Feiglinge auch. Ja, es ist was für Feiglinge und das ist auch irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, ja, ich weiß, für manche ist diese Bildersprache, die kleinen Emojis, wie so eine Art Privatsprache. Und die wissen dann auch, ja, wenn der andere Emoji sowieso in Kombination mit sowieso da drauf drückt, dann meint er dies und das und so. Puh, aber ist das wirklich sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Schluss machen möchte oder man hat eine Krise, dann mit Emoji sowieso da rumzumachen, weil ich weiß, der andere weiß, was ich jetzt meine. Kinder, nee. Nee, und das Argument ist dann immer, der andere kann ja dann das sich angucken, wann er will. Denn der schickt aber, ich habe keinen Bock und ich habe vielleicht sogar Angst auf die Direktauseinandersetzung. Richtig. Und deswegen so und nein. Ihr Süßen, wir nähern uns schon bald wieder den 50 Minuten. Oh, ja. Dann ist Marc wieder ganz wütend. Ja, genau. Weil der kann das nicht ab, länger als 30 Minuten geht nicht. Geht seine Aufmerksamkeit. Da ist seine Aufmerksamkeit flöten gegangen. Kannst du ein Stückchen von meinem Käse etwa haben? Natürlich, gib mir ein Stück ab. Ja, hier. Dankeschön. Das ist ich fand das Thema, ich find's und fand das mal wichtig, mal anzusprechen. Ja. Obwohl, ich hatte mich erst so ein bisschen gesträubt und auch Handysucht, Smartphone. Aber es ist einfach eine Sache, die wir überall sehen. Kinder, die sind ja verrückt. Gerade die Kiddies, das ist doch. Wir müssen uns auch ja als Erwachsenengeneration Gedanken darüber machen, was wir da mit unseren Kiddies da machen. Und wenn ich mir angucke, was da passiert, die können gar nicht mehr ohne leben. Das geht kein Schritt ohne. Mhm. Es wird gedattelt, bis der Arzt kommt. Gar nichts mehr wird ohne gemacht. Es wird vorm Handy geparkt, vorm Smartphone geparkt. Ja, kann man verstehen. Wenn man dann mal Ruhe haben will, dann irgendwie ein Spielchen mit dem Handy. Auch da noch eine kleine Untersuchung, die ich ganz beeindruckend fand. Kinder, die mit 4, 5 Jahren schon angefangen werden, mit dem Smartphone als Babysitter ruhig zu stellen, haben tatsächlich im Kindergarten nachher und in der Schule Schwierigkeiten, empathisches Verhalten zu zeigen. Ja, klar. Du kannst über das Smartphone keine Empathie, also keine Einfühlsamkeit kannst du nicht lernen. Mhm. Das kannst du nur im Austausch mit lebendigen Richtig. Menschen. Mhm. Wenn die zu viel datteln mit dem Smartphone, ihre Spielchen machen, haben die nachher Schwierigkeiten mit ihrem Gefühlsleben, mit ihren Emotionen, haben Schwierigkeiten, die Emotionen bei ihrem Gegenüber zu erkennen. Leute, überlegt euch das, bitte. Ja. Ne? Oder wenn ihr das seht irgendwo in der Familie oder so, sprecht die Eltern mal drauf an. Oder also wirklich, das ist ja kein Scherz. Spielerei, Daddel-Dudel. Nee, das ist schon ein bisschen ernst. Ich verstehe es auf der einen Seite, ja, wenn die dann quaken und ein Auto und so lange Fahrt, dann hier hast du, und die wollen es doch ja auch, weil kommen wir zum Anfang, weil es wiederum durch diese Reize, durch das Bimmeln und dass da was passiert, aktiviert es das Gehirn, das Belohnungszentrum auf, wenn du spielst. Das ist schon doll.
Und du kannst und du eben so einfache Spiele finden, dass du schon mit 3 und 4 damit rumdatteln kannst. So. Ne? Und wenn du dann siehst, dass Kinder das erste Mal dann ein Bilderbuch in die Hand nehmen und schieben auf den Seiten. Und die versuchen das zu weil sie, weißt du, das geht das, aber auch für Erwachsene. Das ist irgendwie daneben gegangen. So. Ne? Genug zum Nachdenken, genug zum Diskutieren. Ich weiß von einigen, das fand ich ganz süß, die hören sich das mal zu zweit an, so Pärchen, und reden hinterher drüber. Ja, ist eine tolle Idee. Das freut uns sehr. Ja, vor allem, wenn sie dann hinterher darüber schnacken. Ja. Und das Handy in die Ecke schmeißen. So. Ja. Yes. Genau. Yes. Gut, ihr Süßen, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Das tun wir. Auch einen schönen Start in die neue Woche. Hm. Und wenn ihr so in die neue Woche geht, dann überlegt doch mal, wie ist euer Handyverhalten? Seid ihr damit ganz zufrieden und wisst ihr, das nehmt ihr halt, wie es ist. Das ist halt ein Telefon und Gott, naja, man kann auch ein paar andere nette Sachen mitmachen. Und also zum Fliegen kaputt hauen geht's auch noch. Also das kann man so für einiges benutzen. Den ist aber auch gut. Hm. Oder merkt ihr schon, ohne geht's gar nicht. Wollt ihr da mal was dran machen oder sagt ihr, naja Gott, dann bin ich halt... Ist halt das Handy, gehört halt so zu mir, oder sagt ihr auch, Mensch, ja, mal überlegen. Also erstens teilt uns eure Gedanken mit, finden wir immer richtig gut, lesen wir auch, dann debattieren wir wieder drüber. So. Finde ich ganz toll. Und so bleiben wir locker in Kontakt. Ja, und vielleicht mögt ihr ja auch dann von Änderungen erzählen, die ihr vielleicht vorgenommen habt oder schon habt vor einiger Zeit oder wie ihr das findet oder ob ihr was in der Familie habt, wo ihr sagt, das ist aber auch irgendwie skurril. Was auch immer, wir freuen uns darüber. Mhm. Liked uns, das habe ich gelernt, liked. Ja, was toll, hast du gelernt, du bist so toll. Ja, ich sag's dir. Ja, liked uns, teilt uns, bewertet uns positiv natürlich. Natürlich, nur. So. Und solche Dinge. Damit wir auch die nächsten 120 Folgen. Natürlich. Genauso schmissig. Nein. Und genau, ja. Wir haben 120 Folgen, 120 verschiedene Themen, weißt du das? Ja, und 120 Mal haben wir unsere Lieben da in die Ecke gequatscht. Toll. Ja. Und die hören immer noch zu. Ja, Wahnsinn. Ne? Und liegen auf Brotkrümeln im Bett. Ich finde es Wahnsinn. Habt ihr sonst nichts zu tun? Okay. So, bis bald. Ihr Lieben, bis bald. Tschüss.